Bei Keltis versuchen die Spieler mit ihren Spielfiguren die 5 verschiedenfarbigen Steinpfade möglichst zu durchlaufen, um somit möglichst viele Punkte zu erlangen. Je weiter die Spieler mit ihren Figuren die Pfade entlang gewandert sind, desto mehr Punkte erhalten sie bei der Schlusswertung. Unterwegs können noch verschiedene Bonusplättchen eingesammelt werden, die weitere Vorteile verschaffen. Zur Spielvorbereitung wählt jeder der Spieler eine der 4 Spielfarben und stellt alle seine Figuren auf das Startfeld, bis auf die dünne Wertungsscheibe, die jeweils auf das erste Feld der Wertungsleiste am Spielfeldrand gestellt wird. Die großen Kleeblätter legen die Spieler vor sich ab, zum Zeichen dafür, mit welcher Farbe sie spielen. Die 25 Wegekärtchen werden verdeckt gemischt und auf die dunkel hinterlegten Felder der Steinpfade gelegt. Ebenfalls werden 5 Kärtchen auf die 5 Endfelder der Steinpfade, also auf die großen Steine, gelegt. Danach werden alle Kärtchen aufgedeckt. Die Spielkarten werden verdeckt gemischt und es werden an jeden Spieler 8 Karten ausgeteilt. Die restlichen Karten verbleiben als Nachziehstapel neben dem Spielplan. Beim Spiel mit 2 Spielern werden 30 Karten zufällig aussortiert und in die Schachtel zurückgelegt. Das Spiel mit 2 Spielern findet also mit 30 Karten weniger statt. Neben den Steinreihen sind die Punktewertungen angegeben. Sie zeigen an, wie viele Punkte ein Spieler für eine Figur auf diesem Feld bzw. auf dieser Höhe erreicht. Die Steinpfade sind 5 verschiedenen Farben zugeordnet. In jeder Steinreihe kann jeder Spieler nur eine Figur einsetzen. Die große Figur gibt dabei doppelte Punkte. Es wird ein Startspieler ermittelt und dieser beginnt seinen Zug. Dieser besteht immer daraus, eine Karte auszuspielen oder abzuwerfen und dann eine neue Karte nachzuziehen. Danach ist im Uhrzeigersinn der nächste Spieler an der Reihe und es geht so weiter reihum. Die Spielkarten zeigen Werte von 0 bis 10 in den 5 auf dem Spielplan angegebenen Spielfarben. Durch das Ausspielen von Karten können die Spieler ihre Figur auf der jeweiligen Steinreihe um ein Feld nach vorne setzen. Spielt ein Spieler also eine grüne Karte aus, so darf er eine seiner Figuren auf der grünen Steinleiste um ein Feld nach vorne setzen. Die ausgespielten Karten legt der Spieler vor sich ab und bildet mit ihnen Zahlenreihen, da in den weiter folgenden Zügen nun gleichfarbige Karten mit gleichen oder anderen Werten an die zuerst gelegte Karte angelegt werden können. Jeder Spieler bildet also vor sich bis zu 5 Zahlenreihen für die 5 unterschiedlichen Farben. Dabei können die Zahlenreihen entweder aufsteigend oder absteigend gelegt werden. Legt ein Spieler beispielsweise auf die grüne 10 eine grüne 7, so kann er alle folgenden Karten immer nur in absteigender Reihenfolge legen. Der Wert der angelegten Karte muss dabei entweder gleich hoch oder niedriger sein. Beginnt der Spieler andersherum mit einer niedrigen Karte, so dürfen alle angelegten Werte entweder gleich hoch oder höher sein. Für jede angelegte Karte darf der Spieler seine Figur auf der entsprechenden Farbleiste um ein weiteres Feld nach vorne setzen. Anstatt eine Karte an eine seiner Zahlenreihen anzulegen oder eine neue zu beginnen, kann sich der Spieler auch dazu entscheiden, eine Karte abzuwerfen. Dazu legt er sie auf einen Ablagestapel an der Längsseite des Spielfeldes. Für jede Farbe wird dabei ein eigener Ablagestapel gebildet. Sollten also neben der roten Karte beispielsweise noch eine pinke oder gelbe Karte abgeworfen werden, so werden diese auf einen eigenen Stapel gelegt. Jede weitere gleichfarbige Karte wird auf die vorherig gelegte Karte gelegt. Nachdem er eine Karte ausgespielt oder abgeworfen hat, füllt der Spieler seine Handkarten wieder auf 8 Karten auf. Dazu kann er entweder eine Karte vom verdeckten Nachziehstapel ziehen oder er nimmt eine der obersten Karten der 5 Ablagestapel, sollten dort überhaupt Karten liegen.
Er darf allerdings nicht die Karte wählen, die er in derselben Runde selbst abgeworfen hatte. Danach ist im Uhrzeigersinn der nächste Spieler an der Reihe, der die gleichen Spielmöglichkeiten hat. Er legt zunächst eine Karte aus und setzt seinen Stein auf der entsprechenden Steinleiste nach vorne. Da noch keine abgeworfenen Karten liegen, zieht auch er eine Karte vom Nachziehstapel. Das Spiel setzt sich weiter im Uhrzeigersinn fort, bis alle Spieler an der Reihe waren. Danach beginnt eine neue Runde. Auf demselben Feld können mehrere Figuren unterschiedlicher Farben stehen. Dabei ist es egal, ob ein Spieler eine große oder eine kleine Figur dort stehen hat. Die Figuren behindern sich gegenseitig nicht. Ein Spieler darf jedoch nicht zwei seiner Figuren in derselben Steinreihe einsetzen. Legt ein Spieler eine Karte, die seine Figur auf ein Feld mit einem Bonusplättchen vorziehen lässt, so kann er den jeweiligen Vorteil daraus sofort einsetzen. Es gibt drei unterschiedliche Kärtchen. Die orange hinterlegten Wunschsteine sammeln die Spieler ein und legen sie vor sich ab. Die Spieler sollten mindestens zwei Wunschsteine im Verlauf des Spiels sammeln, da sie ansonsten Minuspunkte für weniger gesammelte Steine erhalten. Die Tabelle am rechten unteren Spielfeldrand zeigt die jeweiligen Werte. Hat ein Spieler beispielsweise gar keinen Wunschstein gesammelt, so erhält er bei der Schlusswertung 4 Punkte abgezogen. Hat er nur einen gesammelt, erhält er 3 Punkte abgezogen. Hat er mindestens 2 gesammelt, erhält er die aufgeführten Pluspunkte. Sammelt eine Figur eines der Kleeblätter ein, so darf der Spieler eine beliebige Figur, auch die gerade auf das Kleeblattfeld gesetzte Figur, um ein weiteres nach vorne setzen. Sammelt er dadurch beispielsweise ein neues Plättchen ein, so darf auch dieses ausgelöst werden. Die Zahlenplättchen berechtigen den Spieler dazu, die aufgedruckte Zahl an Punkten auf der Wertungsleiste nach vorne zu setzen. Die Zahlenplättchen gibt es mit den Werten 3, 2 und 1. Die Zahlenplättchen sowie die Kleeblattplättchen bleiben auf den jeweiligen Feldern liegen und können also von den Figuren der anderen Spieler ebenfalls eingesammelt werden. Einzig die orange hinterlegten Wunschsteine werden vom Spielplan genommen und vor den Spielern gesammelt. Erreicht ein Spieler mit einer Figur das Endfeld mit der 10 beschriftet und legt er dann eine weitere Karte dieser Farbe aus und müsste seine Figur ein weiteres Feld nach vorne setzen, so darf er stattdessen eine beliebige andere Figur um ein Feld nach vorne setzen. Das Spiel endet, sobald die insgesamt fünfte Figur den Zielbereich erreicht. Dieser ist definiert ab dem Feld 6. Befinden sich also fünf Figuren auf den Feldern 6, 7 oder 10 der 5 Steinpfade, so endet das Spiel sofort. Alternativ endet das Spiel dann, wenn die letzte Karte vom Nachziehstapel gezogen worden ist. Nun erfolgt die Schlusswertung. Die Spieler erhalten Punkte für alle ihre 5 Figuren. Dabei wird ermittelt, auf welcher Höhe bzw. welchem Punktefeld die jeweiligen Figuren stehen und die entsprechenden Punkte auf der Wertungsleiste nach vorne gesetzt. Figuren, die auf den ersten 3 Feldern stehen, zählen Minuspunkte für die Spieler. Die großen Figuren verdoppeln den jeweiligen Wert, egal ob dieser positiv oder negativ ist. Figuren, die immer noch auf dem Startfeld stehen, werden mit dem Wert 0 berechnet. Nachdem alle 5 Figuren gewertet worden sind, erhalten die Spieler, wie beschrieben, Punkte für ihre gesammelten Wunschsteine. Haben die Spieler weniger als 2 Steine gesammelt, so ist der Wert negativ. Haben sie 2 Steine oder mehr gesammelt, so erhalten sie Pluspunkte. Der Spieler, der nach der Wertung der Wunschsteine mit seinem Wertungsstein am weitesten vorne steht, gewinnt das Spiel.